Ah, da kommt ja ein Vogel. Ah, jetzt hab ich dich. Das werden wir ja sehen. Da kommt mein Frühstück. Komm zurück, mein Frühstück. Das denkst auch nur du. Dann nehme ich halt deinen Freund. Nein, nimm den anderen. Ah, jetzt nehme ich euch alle einfach. Nein, wir wollen raus. Aha. Plötzlich dröhnt ein metallisches Geräusch vom Rand des Waldes her. Der Schrei eines Tukans zerreißt die Luft. Das Faultier aber, siehst du es, setzt seinen Mittagsschlaf fort. Da zittert die Erde. Von allen Seiten wird der Wald angegriffen. Maschinen mit gewaltigen Mäulern reißen die ersten Bäume aus dem Boden. Alles geht ganz schnell. Die Vögel verlassen aus zu Tausenden ihre Nester. Das Faultier aber, siehst du es, träumt und hat nichts gehört. Hilfe, Hilfe, Mami, was machen die da? Komm, schnell, lass uns abhauen. Sie machen den Wald kaputt. Verboten, die Baustelle zu betreten. Da steht ja auf dem Schild. Oh nein, stopp, stopp. Faultierwald steht nur noch ein einziger Baum. Und bald wird es auch den nicht mehr geben. Schnell, Faultier, wach auf, lauf weg! Bring dich in Sicherheit. Alles ist verwüstet, kein Leben mehr, weit und breit. Der Wald und das Faultier sind verschwunden. Ein Mensch kommt. Genau wie du sehnt er sich nach zitschernden Vögeln, nach umherstreifenden Tieren, nach dem leisen Rascheln der Blätter im Wind. Also beschließt er, einen neuen Wald zu pflanzen. Er muss hart arbeiten, um den geschundenen Boden zu erneuern. Er hat Samen mitgebracht und sät sie aus. Und schon wachsen kleine Triebe aus dem Boden. Und da, siehst du es, das Faultier ist wieder da. Hallo Mimi. Hallo Luna. Wollen wir spazieren gehen? Ja. Das Faultier schläft noch immer. Ach, ist das schön in der Natur. Kommt, meine süßen Vögel, komm. Wenn die Bagger nicht wiederkommt, dann leben sie noch heute.